Von ihr will jeder was. Die Jungs ein Foto, die Journalisten ein Interview nach dem anderen. Auch Nationalspieler Jerome Boateng spielt bei einem Sponsorentermin in Hamburg gerne mit ihr. Lira Bayramay ist der Werbestar und Medienliebling im deutschen Team. Also ich finde nicht, dass ich halt viel mehr im Fokus stehe als alle anderen. Das sind eigentlich eher so die ganzen, ja, sind halt die anderen Leute, die das, ja, glaube ich, wollen. Neben dem Fußballfeld ist Bayramay begehrt. Doch wie lange steht die Bundestrainerin noch auf ihr Schmuckstück? Silvia Neid heizt bewusst den Konkurrenzkampf an. Lira weiß zum Beispiel, dass sie unheimlich wichtig ist für unsere Mannschaft. Sie ist technisch unheimlich versiert. Und sie weiß aber auch, was zum Beispiel die Melanie Behringer für Qualitäten hat, dass sie unheimlich geradlinig ist, dass sie einen guten Schuss hat, dass sie immer gut ist für ein Freistoßtor auch. Und wir gehen da sehr respektvoll, oder die Spielerinnen gehen da sehr respektvoll miteinander um. Der WM-Stammplatz also wackelt. Die schöne Lira muss zittern. Abseits des Rasens aber ist das Glamour-Girl in Sachen PR weiter unverzichtbar. Muss man überlegen, ist sie auch Werbung für den Frauenfußball, und das machen wir wirklich sehr gerne. Sie genießt den Rummel meistens jedenfalls, redet gerne über Schminke und Nagellack. Ein schwarz-rot-goldener WM-Look kommt ihr aber nicht auf die Nägel. Also ich meine, das ist, sieht nicht gut aus. Daran nichts, ja. Also wie sieht das denn aus? Schwarz-rot-gold. Geschmackssache eben. Genau wie die farbenfrohen Fußballschuhe, die ihr Sponsor vorsorglich schon mal für das WM-Finale entworfen hat.